Haben wir noch 13 Minuten. Reicht es für Kaffee? Weiß ich nicht. Wenn es dir das reicht. Dann kleinen Kaffee vielleicht. Willst du? Wir werden sehen, ob wir das schaffen. Das sieht ja aus hier wieder. Ja. Wir werden zwar schlafen, um 7 Uhr losfahren. Na, das ist ja was, heißt 6 Uhr aufstehen. Das ist ja keiner mehr gewohnt von uns. In Corona-Zeiten ist doch Gammelzeit. Ich war gestern noch bis 2 Uhr wach wieder. Moin! Ja. Hallo? Schwellenangst? Ja. Gut. Wir hauen ab. Gehen los. Tada! 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 Scheiße, das angeschmierte hier wieder. Oh Mann. Oh Mann. Haben wir überhaupt Platz vorne hinten? So, auf geht's. Raus und weg. Sind da. Ja. Nicht mal. Untersuchung beendet. Mama kann jetzt wieder nach Hause. Abgeholt. Ergebnisse kriegen wir in einer Woche. Ach Mensch, was bist du? Ich habe echt eine taffe Frau, also wirklich. Die macht so viel mit. Die ist so cool auch. Schmerzen hat. Okay, immer. Die Kinder kochen heute schon, Mama. Bereiten alles vor. Ja, das müssen wir. Mama liegt nämlich heute ein bisschen im Bett. Die gammelt heute rum. Na, weil sie krank ist. Ja, so, aber hier kannst du noch mal die 2 Eier reintun, weil. Ich hab die anderen da reingetan. Hier kannst du 2 Eier noch mal reintun. Und jetzt muss ich gut rühren. Einfach so behalten noch. Und jetzt brauchen wir viel mehr Wasser. Das hier darf dann nicht. Und jetzt schneiden wir.
Und da ist so eine Holzsparung. Kannst du auch ohne geben? Oder so. Sollen wir auch eins ohne geben, Papi? Vielleicht gab es den Kameramann. Ich habe schon sehr gut gemacht. Das ist wenig Salz und wenig Pfeffer. Ich glaube, das sieht gar nicht so viel aus, ne? Ich mach dann auch mit dem Messer schneiden. Ich mach dann das so kaputt mit dem Ding da hinten. Haben wir gut gemacht, oder? Ich denke schon. Das wird Mama herausfinden. Ah, gut. Das kann ich an meine Sister legen. Mit der ist das der macht bei der Schule. Ja. Wir machen erstmal die Pfanne richtig heiß. Ich räume die Zutaten jetzt erst. So. Achtung. Du merkst dich da hingehen, ich putze ein bisschen. Kann man jemand noch den Deckel rausholen, Felix? Was? Ich hole den Deckel. So sieht's jetzt aus. Das haben Sadi, ich und Papa gemacht. Numan macht den Nachtisch. Und das Rezept habe ich von der Koch-AG. Und wir haben das schon dreimal gemacht. Rührei. Einmal in Silikonform im Backofen, einmal in der Bratpfanne und das zweite Mal auf dem Brot. Ja, das dritte Mal auf dem Brot. Ja, und das hat alles sehr Spaß gemacht. Deswegen hatte ich dann die Idee für Mama, weil sie ja heute nicht aus dem Bett raus darf, hatte ich die Idee, auch Rührei für sie zu machen. Und Frühstück ans Bett zu machen. Und es war eine gute Idee. Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise, so heißt es. Okay, du hattest Vorspeise, wir haben Hauptgericht. Luan hat Nachspeise. Nee, ich bin der Nachspeise. Du nimmst. Okay. Ich nehme ein Brett mit. So, wo dran? Das geht jetzt schnell. Okay. Ist der nicht angemalt? Nein, es ist so. Ich habe ein bisschen Angst, dass das daneben geht. Ist doch nicht schlimm. Man kann das ohne aufessen. Aber ohne kann es doch gar nicht essen. Ich weiß. Ja. Das wird natürlich zerbrechen, ne? Ja, ist nicht schlimm. Hauptsache Mama isst es. Ah, das sieht gut aus. Deswegen, Besteck hat sie? Ja, hat sie. Ist gar nicht schon rübergegeben. Na los, dann komm. Oder, mach so. Vorsicht, ist heiß unten am Rand anfassen. Jetzt kann ich in der Ruhe ein Zwergteil. Und Lumen auch. Wow, mein Gott. So große Gänse. Was für ein Riesenei. Was für ein Riesenei. Es sind 10 Eier. Gib mir mal den. So, Skadi hat so fein geschnitten. Ja, habe ich gerade auch gesagt. Ja, die hat richtig gut geschnitten. Das sieht man auch. Pass auf, halt's fest, ne? Das ich hab ein bisschen hier zum Stabilisieren. Was isst ihr? Wir gucken hier zu und sind davon schon satt. Also, Papa! Moment, das ist für Mama. Sie. Das wird ganz ausgezahlt. Es gilt Eigenversorgung hier. Zum Glück hab ich das gelernt. Mhm. Kann man so sagen? Bisschen Salz, klar. Mama ist nämlich geräuschempfindlich heute. Ich gehe jetzt runter in den Keller. Anouk, du kriegst die Aufgabe, mit Lumen zusammen dein Zimmer aufräumen. Und Skadi? Und Skadi kriegt die Aufgabe, nicht wieder alles unordentlich zu machen. Ja? Und leise sein.
Ich bin jetzt kurz erstmal unten und bei der Bank, ja? Mutti ist zu Hause. Wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Das stimmt bei mir halt immer. Aber weißt du, was das Coole an dem Bank ist? Ja, die Talkshow, hast du ja schon gesagt. Nee. Da ist ein Schalterauge dran. Du könntest das Ding sofort mit der Schaltung auf Nachgang-Kettenschaltung umbauen. Ja. Das ist ja der Rahmen, der ist ja der Haus- und Hofrahmen von denen. Den geben sie ja mit verschiedenen Versionen raus. Das war jetzt schon die etwas teurere Version. Die gibt es ja ganz abgesteckt mit Eingang und so weiter. Ja, also ich muss hier eiskalt mit dem Schalter, wo ich eiskalten 8-Gang Shimano Kettenschaltung dran bauen. Ja, aber die Schalter ist nicht kompatibel mit der Kettenschaltung. Natürlich. Nein, ist er nicht. Ist er doch? Ist er nicht? Nein, ist er nicht. Das sind andere Schaltstufen. Der ist nicht kompatibel mit der Kettenschaltung, das ist ein Nexushebel. Der hat andere Schaltwege. Nabenschaltung ist dann da andere Wege, die er da zurücklegt. Defekte Schläuche zum Basteln for free. Na denn. Kamera und Action. Aufnahme läuft. Ton ab. Licht bitte. What's the story here with this beautiful bike? That's the story of this beautiful. Nee, nee. Nee? Fix, eine Fixie-Narbe. Eine Fixie-Narbe. Ja, Moment mal. Eine Fixie-Narbe. Sicher, dass das eine Fixie-Narbe ist? Na, eben nicht. Nee. Oh, die tut so, als wäre sie eine. Wenn ich groß bin, werde ich eine Fixie-Narbe. Sprach sie und setzte sich ein Jahr lang in den Regen. Ja, genau. Das müssen wir hier austreiben, die Flausen. Fakt ist, als erstes wieder, das, was mich am meisten ankotzt, Ständer, lockerer Ständer. Also Ständer fest. Geht nicht, wunderbar. Hat sich das auch erledigt. Bleibt mir das Rad nach wie vor unsympathisch. Ich mag sowas nicht. Und hier, die Bremse schleift auf einer Seite. Man zieht und das bleibt dann immer da. Wo denn? Ja, weiß ich nicht. Sagt er. Fakt ist eins, hier vorne, das muss nachgeschraubt werden. Das ist klar. So, also Hinterrad raus, da kommen wir nicht drum herum. Kleine Mutter. Schmetterlingsständer auf. Wer hat Achim das Schraubregal kennenlernt? Ich dachte, ich kenne das Schraubregal. Ja. Wundert mich auch gerade. Räumt das mal aus und wir müssen natürlich da scheiden. Du bist zu tief schon, wenn du bei Pappnägel bist, bist du schon dann bist du schon drüber. Ich finde hier keine flachen Muttern. Ventile? Ja, Mutternkiste. Na, sag mal. Muss mal probieren, ob das da passt. Ich probiere mal. Wo ist dieser komische Schlüssel? Ah, Entschuldigung, dass ich jetzt auf die Füße latsch bin. Was macht der denn da? Ich hab fast nichts gespürt. Den habe ich nicht gebraucht und noch nicht gesehen. Den wollen wir. Kann ja helfen. Ich halt mal. To unscrew. Okay, wisst ihr Bescheid. Hallo? Hallo ist wo? Wo ist Hallo? Hallo. 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 Yes, please. Ja, bitte, Sie wünschen. Anna Stadtrat. Mein Hinterrad verliert Luft. Wollte mal fragen, ob du dir das mal angucken kannst. Naja, ist ein platter Reifen denn, wa? Bitte? Das wäre denn ein platter Reifen. Ja. Ja, können wir bestimmt machen. Glaubst du das? Ja. Warum muss das nicht immer so schwierig sein? Nimm mal erstmal das Rad an. Genau. Ich biete eine. Ja. Boah, da war meine Hüte. Habt ihr das mitgekriegt, was das für Kraft da war? Meine Herren.
bin ich ja ganz glücklich. Diese wunderschönen vielen Klinken da drin mit diesen wunderschönen vielen Murmeln da drauf. Weiß ich nicht. Muss mal gucken. Nee, ich möchte keine Bahn fahren. Das ist 38 Euro. Normalerweise. Musst du gucken, ob man damit hinkommt. Du musst ja sehen. Du musst ja immer selber mal schauen mit der Arbeitszeit, wie lange du brauchst für sowas. Weil am Ende, wenn du irgendwann mal, vielleicht doch selber irgendwo was aufmachen willst. Guck mal, neu gefettet, neu Klinken gemacht. Also Klinken geölt, Murmeln gefettet. Fühl mal. Fühlt sich anders an. Ist neu. Ist ja nicht groß gespült, also ist einfach nur Öl, Fett, fertig. Die ranzige Kette. Wie neu. Genau. Musst du halt schauen, wenn du denn so und so lange brauchst für sowas. Hallo? Hey. Was ist denn eine Scheiße, ey? Nichts klappt hier richtig. Mit diesem alten Material kann man halt nicht mehr arbeiten, teilweise mit diesen Billigsachen. Alles improvisiert. Improvisiert. Nee. Würde ich am liebsten so nicht rausgehen mit Rad. Das ist echt nicht gut. Gefällt mir gar nicht. Alter, wie sieht das? Um Gottes Willen, ist das ein Scheiß. Oh Mann. Das wächst mir über den Kopf, das Ding hier. Die Nummer. Ja, na gut, okay, ja, klar. Das war ja jetzt mal. Das ist ein Kackrad. Bitte hat ein bisschen neu, komplett. Ja, aber wenigstens das doch mal Ritzel rein. Billy in Rädern und so ein bisschen hier, ein bisschen da. Ja. So, Feierabend! Feierabend, Feierabend! Machen wir schon Schicht im Schacht.